Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video geht es um den Kleinverteiler. Das ist ein Kundenauftrag, das soll in der Garage, da möchte sich der Kunde, ein Bekannter von mir übrigens, eine kleine Werkbank hinstellen und möchte das einzeln abschalten können. Genauso wie sie es jetzt dargestellt haben, ist das auf der Baustelle im Original auch. Das heißt, da steht von der Wand raus ein 16er, das ist eine alte Gressner, ein 16er Leerrohr raus, ein FBY-Leerrohr raus, und da haben drei starre Adern eingezogen, 6 Quadrat, blau, schwarz und grün-gelb. Und wir setzen wir da, also wir haben nur eine Phase, keinen Drehstrom, wir haben nur Wechselstrom. Und da setze ich die Verteilung da drauf, das Ganze abdichten und draufdrucken, damit ich meinen IP-Schutz wieder habe. Grundsätzlich wird es aber ganz genau so aufgebaut. Ich habe die Zuleitung, von der Zuleitung habe ich die grün-gelbe Ader gleich auf die PE-Schiene gelegt. Dann haben wir noch den Außenleiterphase und den blauen Draht, den Neutralleiter. Beides kommt auf den zweipoligen FI oben rein. Rechts der Neutralleiter, links der Außenleiter. Und unten, da habe ich dann schon rüber gebrückt, einfach auf die Sicherungen. Und auf die drei Sicherungen kommen dann die Abgänge zu den Steckdosen. Was jetzt noch fehlt, ist vom RCD-Ausgang
der Neutralleiter rauf auf die Neutralleiterschiene. Dem Abgang vom ersten Leitungsschutzschalter, die 3x5er Leitung, habe ich natürlich jetzt nur demonstrativ aufgelegt, um zu zeigen, wie das gehen würde. Brauche tue ich bei meinem Späzel eigentlich nur zwei. Eine habe ich als Reserve drin und der Rest wird dann ganz einfach zugemacht. Wichtig an der ganzen Geschichte war mir, dass dieser Anschlussraum, der Teil, die Hutschiene frei bleibt, damit man da noch irgendwas ergänzen kann. Nicht die Adern über die Hutschiene drüber, sondern sauber hinten unten verschwinden lassen, damit der Platz frei bleibt. Man kann jetzt das zumachen, mit einem Abdeckstreifen abdecken und schon schaut das sauber aus. Sehr stark empfehlen kann ich den Bosch Go für so Anwendungen, Schaltschrankbau, da ist der hervorragend. Und was mir am besten gefällt, ich muss den nicht nur, oder ich kann den jetzt Rechtsdrehung draufdrücken, aber der geht auch nur, wenn man hier drückt. Das heißt, ich führe das in die Schraube am F4 oder wo auch immer einfach ein, drücke leicht drauf und dann fängt das Drehen an. Ich kann natürlich auch das Drehmoment einstellen, sodass ich die Schrauben nicht überdrehe. Also das ist echt saugut. Was mir natürlich ganz gut gefällt, in der kleinen L-Box Mini, in dem Set, da ist das Ladegerät drin, das habe ich jetzt heraus. Und dann eben noch so ein Bosch Bitsatz, relativ großer, der auch hervorragend ist. Das habe ich eigentlich immer bei sowas mit dabei. Eine kleine Frage an euch habe ich aber jetzt noch. Die Zuleitung zu dem Kleinverteiler ist ein 6 Quadrat. Ich habe hier unten nach dem RCD allerdings darüber mit 2,5 Quadrat durchgebrückt, weil da ja nicht mehr Last abgenommen wird. Ich kenne ja die Situation. Ich habe das so gemacht, nur wo sie nicht da haben. Den Ausgang vom Neutralleiter, vom RCD, vom EFI, rauf auf die Schiene, den habe ich wieder im gleichen Querschnitt, den 6 Quadrat Querschnitt gemacht. Was kann das für einen Grund haben? Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr da ein wenig auskennt. Was ist meins? Im nächsten PW-Info können wir das Ganze dann nochmal aufklären. Früher war ich, was ein wenig exotische Hersteller angeht, aber ich sehr skeptisch, aber ich muss sagen, diese Bauart mit dem Ausschnitt, das ist ein Legrand. Der Ausschnitt ist super gut, wenn man überall reinkommt. Man muss sich da nicht, man hat einfach richtig viel Platz. Und das Ding ist natürlich dann trotzdem komfortabel. Saubere Dichtung, sauber zumachen. Wenn ich es finde, verlinke ich das unten einmal. Genau wie den Rest der Produkte verlinke ich in der Videobeschreibung. Ich bin der Helmut vom Kanal Profwood und wenn euch solche Elektrogeschichten interessieren, abonniert doch den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Mal benachrichtigt werdet, wenn ich so ein Video online stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Das war's jetzt auch von dem Video. Und nicht vergessen, lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, servus. Der Christian Mayer, das möchtest du jetzt wissen, gell? Was mit dem auf sich hat. Der hat unter dem Video vom anderen Elektriker, der hat auch irgendeine Verteilung gebaut, weiß ich nicht. Oder hat er eigentlich einen ganz anderen Kommentar geschrieben. Super erklärt, ohne viel Blabla, also über den anderen Elektriker. Und jetzt kommt's, dann hat er gegen mich geschossen, nicht so wie dieser Profi-Bayer, der nicht mal einen kompletten Satz ohne Hecheln und außer Atem stotternd rausbringt. Und dann hat er den anderen abonniert. Ich habe jetzt mir das natürlich da rauskopiert und habe das da umgewurschtelt. Ich muss dazu sagen, der Christian Mayer, der hat früher öfter bei mir kommentiert, das ist ein Zipfelklatscher. Das ist irgendein Schulbuhr, ich schätze, dass der noch in die Berufsschule geht. Der hat einfach hinten und vorne keine Ahnung. Das ist halt einer von den Kasperlen, die irgendwann haben sie es in der 9. Klasse, in der Hauptschule, in der 9. Klasse haben sie sich irgendwann gefragt, was sie jetzt werden möchten. In dein Dorf, wo er aufgewachsen ist, in dein Kurdorf, da hat es halt einen Elektriker gegeben, dann hat er da von den Elektriker so Arbeit angefangen. Der hat noch nie was gekannt, der kann nichts und wird nie irgendwas können. Das ist einfach nur ein Dampfplauderer, wahrscheinlich ein Saupreis noch dazu, aber ist ein guter so.